Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Wir haben den Herrn Philipp Schröder, seinesgleichen MKM-Gewinner und ein Mann mit einem sehr schönen Bauch. Ja. Gegen den Marc Omnitel gegen Esper Weil. Ich habe mir den Dommel schon mitgeholt, wie man schon gehört hat. Ja, guten Tag schon wieder. Und mal gucken, was das hier so gibt. Hatte der auch sein grottenhässliches Hemd an? Nein, das zieht er auch nur auf Top 8 an. Und tatsächlich, die witzigste Story, die er mir erzählt hat, die erzählt wurde, war, die Top 8 MKMer werden ja immer interviewt. Mhm. Und nachdem er dann das zweite Mal in der Top 8 war, hat er sich dann auch wieder sein Hemd geholt und hat es angezogen. Und auf dem Weg dorthin kam dann eben die Frau, die ihn interviewen wollte. Nein, nicht der schon wieder. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja. O-Land Type. Schöne Karte. Ja. Das Esper Weil ist, glaube ich, in diesem Matchup sehr hart vorne, weil vier Melding Mages machen das Matchup, glaube ich, schon ziemlich gut für den Esper Weil-Spieler. Auf der anderen Seite, wenn da so ein Chontel Turn 1 oder Turn 2 kommt, dann machst du doch nicht viel, ne? Nicht wirklich, nicht wirklich. Type bringt Ebene auf die Hand und wenn der Gegner mehr Länder hat als du, zwei Ebenen auf die Hand. Ja, aber nur auf die Hand. Ne? Genau. Okay, aber macht eine Hand playable. Ja, ja. Und halt Ebene, nicht Standardlandebene. Ja, genau. Und man kann halt auch viele Tricksereien machen, indem man hingeht und den Gegner zum Beispiel wastelandet und auf den Trigger vom Wasteland, wo man sein Land schon geopfert hat, Tithe spielen, um dann zwei Länder zu generieren. Oder wenn man zwei Länder zieht, kann man auch ganz einfach hingehen und kann dann mit Brainstorm wieder zwei weglegen. Ach, oh, Meddling Mage. Oh, Meddling Mage. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie Meddling Mage an Bord gesehen. Und da freut sich der Schröder. Ja, ich sehe dann Showntel auf der Hand, ich sehe einen Wish auf der Hand. Ich glaube, mir hat einfach nur Omniscience gerade gefehlt. Ich sehe ganz hinten noch eine City. Ja, der hat die komischen Karten, das ist das Problem. Ja, der hat alles Foil, alles Expedition. Alles FNM-Promo oder ähnlich. Ja, und dann so runzige Länder, ey. Also die Basics. Nee, musst du ja tatsächlich. Du musst ja Snowcovers nehmen. Ja, ja. Und es gibt entweder die Full-Art Snowcovers oder die New Border Half-Normal-Art. Ja, die stimmt. Der will die ja voll haben. Genau, genau, genau. Er nennt sein Deck ja auch liebevoll Foil Tentel. Er wartet immer noch drauf, dass er City of Traitors in Foil haben kann im Duel. Ich hoffe, das wird nie passieren. Und diese Diskussion möchte ich auf meinem Channel nicht führen. Das, Er fliegt das One of Wasteland im Deck. Darauf wird gebrainstormt. Das ist übrigens mein erstes Turnier. Ich sehe noch einen Force, ich sehe noch einen. Also beim ersten Waldspieler. Zwei Ponder und ein Brainstorm gezogen, ist nicht so geil. Da wird dann Wish benutzt, okay. Das ist halt ein Force. Das kann man, glaube ich, sogar forcen, ja. Ja, sehe ich auch, weil mit dem Wish kriegt er den Dings weg, den Meddling Mage und das halt. Genau, aktuell das Einzige, wie man das am Leben hält. Ja. Einmal gefetcht, da ist er. Ja. Und on Force. Meddling Mage Beatdown. Ja. Yes! Wunderschön. Das ist genauso effektiv wie Snapcaster Beatdown damals. Ach, ich finde dort immer noch legitim. Ja, natürlich. Ich greife auch mit 1-3ern an, wenn es sein muss. Die machen auch mehr als einen Damage. Ja, die machen meistens noch einen Ponder oder so dabei. Oder ein Bolt. Ja. Ja, das muss man halt sagen. Also mit den Voll-Ponders und den Voll-Rainstorms und so weiter ist das Deck halt auch sehr, sehr toll. Die Voll-Force of Wills. Ja, das Deck, die allein die ganzen sagen, Länder, die ganzen Expeditions. Ja. Ich meine, es sieht ja ähnlich aus wie das von Christoph. Christoph hat das ja auch jetzt angefangen. Mhm. Christoph fehlen halt noch hier und da ein paar Sachen. Aber das muss so ein Show-and-Tell-Ding sein. Du als ehemaliger Show-and-Tell-Spieler. Ich habe dort halt zwischendurch mal so eine Phase gehabt, ne? Kann man schon sagen. Ja. Auch ein Caracas. Oh. Ja, da kommt aber auch gerade. Kommt der Hate. Ja, da kommt gerade richtig schön. Plus man hat noch einen Force und eine Strix auf der Hand zum Pitchen, habe ich jetzt gesehen. Ich habe die dritte Karte nicht mehr gesehen beim Esper Waldspieler. Aber ich gucke die ganze Zeit beim Schröder, um zu erkennen, was er da überhaupt auf der Hand hat. Er hat auf jeden Fall jetzt einen Force auf der Hand. Der legt einen Emmy weg. Ja.
Da ist noch ein Gruselbrand, da ist noch eine Volcanic Blackbordered. Ein Fetchland, glaube ich. Das sind schon schöne Dinger, ey. Ja. Okay, Fetch. Verkürzt die Glock. Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht. Ich schwöre, ich habe nichts. Da ist das andere Blackbordered Volcanic. Ja, ist schon schön. Da muss man jetzt halt mal schauen, weil der SV Waldspieler hat halt absolut keinen Druck. Wenn da jetzt ein Ding kommen würde, ein Sneak Attack into Double Sneak Attack, würde der SV Waldspieler halt richtig hart auf die Schnauze kriegen gerade. Ja, das ist halt ein bisschen schlecht dann. Ja. Dann jetzt weil wie viel Fetch. Sneak Attack hat der? 2, 3? 3. Also, alles drei. Omni-Teil-Liste. Ja, Omni-Teil-Liste, genau. Ja, also keine mit... Omni-Show ist es ja. Omni-Show. Ist ja kein Omni-Teil tatsächlich. Force. So schnell hat man noch keinen Force fliegen sehen. Und das auch noch schön Hardcast. Erst die Frage, ob man hier jetzt nicht hätte pitchen können, einfach nur um das Petals zu surviven. Wenn er noch ein Land auf der Hand wenn man hat. Noch, ja, gut, das weiß ich. Das ist es halt, ne? Und jetzt Force und dann hat man noch einen Boah. Force. Ja, okay, das ist natürlich so rum angenehmer. Das ist halt. Das hat sich schon gelohnt, ne? Dann noch ein Wasteland, ja. Boah, ja, das ist ziemlich. Da war aber noch eine rote Quelle auf der Hand. Ja, da ist noch ein Volcanic. Go, zieht immer noch nichts. Spielt der jetzt Ace? Ja, spielt der Ace. 2 auf 9. Engine Tomb. Wird langsam eng. Ja, kommt halt nix. Bifold Tricks. Trigger Draw. Meet für 2, das ist schon unangenehm. Ach, kann überhaupt nicht. Oh, verstehen. Sneak Attack. Go. Nächste Runde braucht halt 2 Rotquellen, das ist halt die Gefahr. Ja. Sneak Attack ist schon gut. Man ist halt auf 7 Leben, das heißt, man kann mit Grizzlebrand nicht einfach ziehen. Recruiter findet hier. Boah, was findet der denn, ey? Okay, hier. Die wird nicht bezahlt, damit man Notfall Karkas offen haben kann. Mhm. Weil jetzt muss die zweite Rotquelle auch ein Petal sein. Oh, Teferi. Und der Teferi dann die Sneak Attack Bounce, das ist vernichtend, glaube ich. Ja, da machst du nicht ja, mehr viel. Ja, das ist vernichtend. Das ist vorbei. Ja, wir haben 1 Esper Vile, das habe ich mir auch gedacht. Also Esper Vile ist ein sehr, sehr starkes Deck gegen Show and Tell. Ja, durch die Meddling Mage halt, ne? Ja, Meddling Mage, auch die Teferi sind ziemlich gut dagegen. Und man spielt ja mit relativ viel Forceful Brainstorm, Swords, Karakas. Also alles, was Show and Tell eigentlich alles, hasst. Was. Also das Deck ist praktisch purer Hass. Man hat noch 2 Force of Negation im Sideboard. Und noch so ein paar andere Removal-Karten für Verzauberungen, die er reinlegen könnte. Auf der anderen Seite, der Show and Tell-Spieler kann man hier großartig reinnehmen. Pyroklasm. Pyroklasm, wenn gespielt. Ich glaube, es wird aktuell nicht gespielt von ihm. Aber er hat Sudden Shocks. Ja, Sudden Shocks ist eine Idee. Die Buyuka-Bock, nicht Buyuka-Bock, Bosejus. Ja, Bosejus auf jeden Fall. Ich denke tatsächlich auch, dass die kommen müssen. Ja, definitiv eigentlich. Weiß nicht, als Esper Waldspieler, ich weiß, dass da noch Wastelands im Sideboard sind. Die würde ich... Du hast keinen Platz dafür. Er wird ganz aggressiv das Deck vorne hingeschmissen. Friss! Ja. Hat einer keinen Bock. Ja, das ist tatsächlich noch das alte Setup. Sagt man doch so, oder? Ich muss aufpassen, dass ich... Das sieht aber auch nicht schlecht. Ein bisschen schräg. Ihr Land Go. Oh, eine Fiole. Fiole macht das Matchup schon so viel angenehmer tatsächlich. Ponder. Brainstorm habe ich noch gesehen. Also ein Show and Tell, da ist ein Volcanic und in der Mitte ist, glaube ich, ein Ancient Tomb. Boah, ich erkenne die Karten. Kein Meter. Show and Tell erkenne ich. Ja, ganz hinten ist halt, du siehst halt dieses leicht rote und schwarzen Rand. Das war, glaube ich, nur Volcanic. Das ist halt der Nachteil, wenn die Leute nicht die gewohnten weißen Rentner bei den Duels haben. Ja, ne, auch das Foiling, also die Karten in Foil sehen ja auch teilweise ganz anders aus. Ja, gerade auf Kamera. Also allein dieses Ponder sieht ja schon anders aus, finde ich. Gerade wenn es in der Hand ist. Ja, genau.
Schmeißt er da, oder Schröder hat Spaß. Oh, ich sehe dann Honey, Drop of Honey. Uff, was macht da denn nochmal? Für ein grünes, eine Verzauberung und zu Beginn des Upkeeps des Beherrschers muss der Spieler die Kreatur mit den niedrigsten Mana-Kosten geopfern. Und wenn dann keine Kreaturen am Feld sind, wird der Drop of Honey geopfert. Das heißt, Schröder könnte jetzt entweder gierig sein und warten, dass ich noch was spiele. Oder einfach den Drop of Honey droppen, um halt den... Den Drop droppen. Ja, den Drop of Honey droppen. Das ist auch so eine Reserve-Discard, die unglaublich hart hochgetrieben wurde. Ja, Beat Go. Ich sehe Force of Negation und Force of Will. Brainstorm. Lässt man den durchgehen? Ich glaube schon, bei so vielen Handkarten. Definitiv. Da macht man nicht so viel. Eine kleine Lendra dafür drin. Nimm den Spirit. Mhm, mit Ohren beiden. Sideboard, da wird man wahrscheinlich gerade darüber geredet haben, dass man teilweise in Spirit of the Labyrinth im Sideboard spielt und der natürlich jetzt richtig schön gekommen wäre. Mhm. Ja. Ja, Preordain. Ist auf der Hand. Drop of Honey ist auf der Hand. Hier wird nochmal der Soul Herder gezeigt. Soul Herder gezeigt. Um genau zu lesen, was der kann. Ist halt auch keine Allerweltskarte. Siehst du eigentlich auch nur in dem Deck. Also genau. Ist jetzt vor allem auch erst durch Modern Horizons ins Spiel gekommen. Vorher gab es den ja nicht. Ja. Ist halt auch so eine Horizons-Karte, die Play sieht sehr stark. Ja, das hab ich noch einen Drop of Honey im Mainboard gesehen. Ach du Kacke. Zwei Drop of Honey, das ist schon ziemlich krass. Dann lohnt sich aber der Green Splash halt auch richtig, weil dann kann man Drop of Honey spielen, man kann halt die Veil spielen. Das ist, glaube ich, schon. Das macht schon eine Menge aus. Ja. Ne? Ich denke auch gerade in den Delver-Matchups, die wahrscheinlich immer noch ungewinnbar sind. Aber er spielt kein Eureka, ne? Nee, keine Eurekas. Dafür hat das Geld dann nicht gereicht. Ich glaube, dafür reicht dann auf der Spielstil nicht. Uff, Days in dem Zeitpunkt vom Game. Ja, relativ vorbei. Ist halt nutzlos. Ja, wird auch drunter gelegt. Das Fetchland zieht man. Ja, spielt man auch. Das ist echt die Frage, ob man jetzt nicht den Drop Funny gedroppt hätte. Aber scheint nicht. Nee. Beat für 2. Ja, warten, bis es sich lohnt. Ne? Ja. Ja, plus hier passiert ja am Board halt jetzt aktuell eh nicht so viel. Also Esper Weil spielt in dem Moment halt wirklich einfach nur eine Kreatur und prügelt dann hier runter. Genau. Tatsächlich habe ich jetzt gerade den Sudden Shock auf der Hand gesehen. Das heißt, er hat den wirklich reingebohrt aus dem Sideboard. Der kommt halt jetzt auch richtig gut. Weil der Sudden Shock kann eben nicht von der Weil kann natürlich nichts beschützt werden. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Da ist eine Menge Removal auf der Hand. Unten Busejo. Der Sudden Shock, der macht halt echt. Ja, fett Sudden Shock. Der ist weg. Da ist auch nichts mit Interaktion. Da triggert, da triggert höchstens noch eine Counterbalance. Ja. Die in dem Deck aber nicht gespielt wird. Aber das ist doch, glaube ich, so die einzige Karte, die ich kenne, die damit reagiert. Noch zwei? Ein Phantasmal Image wird geopfert, bevor es stirbt. Ja. Dann müsst du aber auch den Smasher, Eldrazi Smasher. Stimmt. Der schießt, der muss noch eine Handcard abwerfen. Ja. Aber ansonsten, ist das jetzt halt, man geht jetzt halt Show and Tell unkonterbar. Jo, das ist. Ist halt schon. Ist halt die Frage, wenn du jetzt natürlich an deiner Stelle da. Ist halt die Frage, was man reinlädt. Ja, einfach nur den. Und da kommt ein Sneak Attack. Okay. Jetzt mit der Sneak Attack dann. Interessanterweise wäre es hier jetzt auch schon viel, dass Leute hier schon aufgegeben hätten. Ja. Das kann natürlich auch gut sein, dass es jetzt, dass hier von der Show and Tell Seite gar nichts reingelegt werden kann an Kreaturen. Die Frage ist halt, du kannst. Ja, hier wird jetzt nochmal mit einem Drop of Honey. Drop of Honey hingelegt und abgegeben. Puh. Ja, Drop of Honey wird mit Force of Negation beantwortet. Ja. Dann ist halt die Frage, ob der immer noch den Zug abgeht. Er hat halt wahrscheinlich nichts auf der Hand an Kreaturen. Ja, gehe ich auch aktuell von aus, dass er einfach nur die Sneak Attack immer günstig reinhaben will. Ja. Ansonsten Griesel mit Draw 7 würde da halt schon ganz gut sein.
Ja. Ja, ansonsten, ich glaube, hier wurde vom Esper-Waldspieler die Leben nicht runtergeneriert. Brainstorm. Boah, ich nichts gesehen. Eine Baleful Strix, ein Land und ich glaube eine Aetherfiole. Richtig bad. Ja, Fetch. Also hier ist man wirklich viel unterwegs mit Fetchen. Ja, also den ganzen Search-Sachen auch wegen den Recruitern und so weiter. Ist genau. Auch heftig. Ist halt jetzt die Frage, ob unser Show-and-Tell-Spieler was findet. Die Baleful Strix ist halt natürlich echt nervig. Ja, vor allem, weil sie jetzt erstmal eine Karte zieht. Dann kann man auch, wenn man hauen gehen möchte, hauen. Aber das macht man immer so nicht. Ja, und dann geht man End of Turn, zieht man halt noch eine Karte. Noch eine Karte. Und Wasteland, das... Die Rotquelle. Rotes Impul. Rotes Impul gezogen. Dann, ja. Dann gibt man ein Combat. Also wahrscheinlich ein Ja, dann kommt da ein Grizzlebrand. Der Grund, warum er nicht angreift. Fetch. Ist die Frage, was man jetzt fetcht. Oder wieso man überhaupt fetcht. Zwei Mana Meddling Mage. Disenchant. Ja. Oh, das war ein Kanonist. Ja. Ich glaube mittlerweile sehr irrelevant. Ja, dann kommt dann Draw 7. 4, 5, 6, 7. Das ist dann so dieses, ich gewinne jetzt nächste Runde oder das Spiel ist vorbei. Ne, ich sehe nur eine Menge Länder, ein Force of Will. Da ist eine ein Veil. Vale. Boah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Er hat halt auch genug Länder, um, die ganzen, um das ganze Tutorial zu machen, ne? Aber wirklich viel kommt da jetzt halt auch nicht bei raus. Nee. Hier wird jetzt eine Karte gezogen. Ja. So ein Emrakul ist immer noch nicht tödlich. Nee. Schwierig tatsächlich, glaube ich. Und Grizzlebrand wäre jetzt das Beste. Ja, da ist ein Daze besonders gut in solchen Situationen. Ja, die mag man jetzt. Ja, wobei, du bist auch, du, der Weltspieler ist auch... Ding ausgetappt. Da ist ein Griesel, aber... Rotquelle Griesel, das hätte man noch machen können. Mit Rotquelle Griesel Angriff hätte man noch eins Runden überleben können, aber das schenkt man sich hier wohl. Ja, 2-0 für Esper Weil. Das ist schon krass. Das ja, auch schon fast ziemlich solide. Ziemlich solide, der, ja. Da war der Show und Tell Spieler echt ja, ziemlich, hart, ziemlich hart am Limit auch. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.